Bevor das eigentliche Video beginnt, möchte ich mit euch die Verlosung des letzten Gewinnspiels machen, in dem einer von euch diese Trunat-Lampe hier gewinnen konnte. Original verpackt und verschlossen. Und die Antworten von den drei Fragen, die gestellt sind, sehen wie folgt aus. Antwort 1, 2.6.2022. Antwort 2, Mäuse. Antwort 3, It's Nico. So, da es mehrere Teilnehmer gab, habe ich hier diesen Comment-Picker offen, der nach Zufall nach dem Gewinner sucht. Und hier gebe ich erstmal die URL ein. Und Hashtag Lampe. Also darauf filtere ich das. Und genau, insgesamt gibt es 5 Kommentare mit Hashtag Lampe. Und jetzt bin ich gespannt, wer die Lampe gewonnen hat. Kauderwelsch. Hashtag Lampe. 2.6.22 von einer Maus und It's Nico. Kauderwelsch, herzlichen Glückwunsch, du hast diese Lampe hier gewonnen. Schreib mir per E-Mail oder per Instagram und dann werde ich mit dir eine Verifizierung durchführen. Und dann tauschen wir die Adressdaten aus, sodass ich diese Lampe dir dann zukommen lassen kann. Herzlichen Glückwunsch. Und genau, und jetzt... Und jetzt werde ich erstmal ein Bier trinken. Gib Prost. Und erstmal rausgehen, um Bierpower machen zu gehen. Ich grüße Andreas H. Vielen Dank für deine PayPal-Donation. So, jetzt beginnt das eigentliche Video. So, ich bin in Hannover angekommen und guck mal, ich habe mich hier mit meinem Bruder getroffen. Moin. Wir fahren jetzt nach Nordhausen. Ja. Und guck mal, unser Zug, da steht hier schon. Wir werden da jetzt reingehen. Wir sind in Nordheim angekommen. Das ist unsere Umsteighaltestelle. Guck mal, unser Zug kommt hier angeschleicht. Das ist unser letzter Umsteigzug. Der führt uns bis komplett zum Zielort. Also dorthin, wo wir hin müssen. So, wir sind in Nordhausen angekommen. Und hier, wir haben Arschloch getroffen. Hier ist Arschloch. Wir werden heute bei Ihnen pennen. Und deswegen werden wir heute nur bei Ihnen pennen. Und erst morgen Tour machen. Du bist ein richtiger Mistkäfer. Meine beschissenen Finger, die haben dann irgendwann so wehgetan auch. Aber besonders auch der von Arschloch, weil Arschloch hatte auch noch einen Gips aufgehabt. Der hatte sich so eine... Wir schauen uns gerade den Livestream von Ramses der Dicke an. Auf jeden Fall größten Respekt, dass er das durchgezogen und, hat mit gebrochener Hand. Ich schaue mir das auch ganz große mit Arschloch an. Wir müssen unbedingt mal wieder eine Vollfettwanderung machen. Das machen wir auf jeden Fall. Das muss irgendwann wieder passieren. Das wird wieder Zeit. 2018 ist lange her. Und genau, hier sitzt mein Bruder. Und hier, wir fressen gerade Pizza. Bis nach Hause komme. Hat Arschloch warm gemacht im Backofen. Das hat er richtig geil gemacht. Um mein Wurfzelt, den ich da abgestellt habe, abzuholen. Und natürlich vor allem wir einen Gruppen. Das hat der Arschloch gut gemacht. Man ist wach. So, die Sachen sind gepackt. Wir sind losgelaufen. Und wir stehen hier vor diesem Rewe und wir werden hier erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, wir haben Bier und noch mehr Sachen eingekauft. Und guck mal, ich habe sogar Fleisch eingekauft mit noch mehr Sachen. Ich werde später kochen für uns zwei. Das wird ein richtig geiles Gericht. Das wird wieder richtig geil. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird jetzt erstmal alles eingepackt. Prost. So, und jetzt Wanderung Start kommt. Wir gelaufen jetzt erstmal nach Richtung zur nächsten Talsperre oder wie das heißt. Ja. Die Kalkablagerung und Co. sind losgelaufen.
guck mal hier. Premiere-Start kommt gleich. Vom letzten Video. Oder, also zumindest von dem Video, was wir jetzt gerade angucken. Das ist dieser... noch eins. Ja genau, dieses Video hier. Dieses versiffte Video. Diese Zierenstein-Wanderung. Zierenstein, großer Zierenstein-Biwak heißt das. Teil 2. Das läuft gerade. Und da bin ich jetzt gerade im Chat unter... etwas online. Ich muss interagieren, das ist wichtig. Ich muss für euch verfügbar sein. Deswegen nächster Sitzplatz. Machen wir einmal Pause und spielen das Video durch. Damit ich in Ruhe interagieren kann. So, wir sind schon wieder hier in dieser Ortschaft angekommen. Ja, dieser scheiß Wind. Penta. Ihr müsst euch an die Natururin angucken. Das ist mir ganz wichtig. Es ist dunkler geworden. Und weil wir haben meine Premiere geguckt. Und leider ist es noch nicht zu lange hell. Also es ist zwar länger hell als wie vor ein, zwei Monate, aber es ist noch nicht so lange hell. Deswegen ist es dunkler. Und wir gelaufen jetzt nach Richtung Dalag. Also genau, da wo eben gerade dieser Fahrzeug rumgefahren ist. Oder so ungefähr. Oder vielleicht nach Richtung Dalag, ich weiß auch nicht. Mein Bruder hat die Koordinaten dahin. Der führt uns dahin. Zu dieser komischen Talsperre oder wie das heißt. Zu unserem Pennplatz. Kein GPS-Signal. Es muss drauf sein. Kein GPS-Signal, weil wir laufen durch so einen Waldweg durch. Und scheiße, langsam kommen Regentropfen. Das nervt uns. Das wird gleich so richtig scheiße sein, falls es gleich so richtig regnen sollte. Dass das irgendwie auf unsere Köpfen drauf landet, dieses Nass. Und genau, prüfen, ob das gleich doller wird oder schwächer wird. Wir hören uns schon wieder diese Musik an, die ich mal selber gemacht habe. Scheiße, eben gerade Scheiße passiert. Und zwar dieser Gurt, was das obere von meiner Tasche gehalten hat, der hat sich gelöst. Und dann ist genau diese ganze Oberhälfte von dieser Tasche runtergefallen. Und mein ganzer Wagen ist umgekippt. Und hier, guck mal, meine Kühltasche mit meinen ganzen Bier, mit meiner ganzen vollen Bierflaschen da drin. Das ist hier auf den Boden gefallen. Seht ihr das? Aber ich glaube, es ist nichts kaputt gegangen. Und ich werde jetzt das hier, ich werde jetzt diesen Wagen hier richten. Und dann werde ich hier diese ganze Kühltasche da drauf machen. Und dann weiter zu gelaufen nach Richtung Dalag. Und dieser Regen, der nervt. Der nervt richtig rum, dieser Regen. Es wird immer nasser und nasser. Das ist richtig widerlich. Bah, igitt. Guck mal Leute, wir haben gestern einen kurzen Blick auf Ramses sein Livestream geworfen, wo er die 10-Tageswanderung gerektet hat, wo ich mit Arschloch unterwegs war. Und in dieser 10-Tageswanderung, da hatte ich in einem und anderen Video irgendwie genau ein T-Shirt angehabt mit genau dieser Farbe. Und dieser Arschloch, bei dem haben wir letzte Nacht gepennt. Und vorhin, wo ich meine Musik gezeigt habe, da gab es Gitarre im Hintergrund zu hören. Und diese Gitarre, die hat Arschloch damals gespielt. Das schwöre ich euch. Das war richtig geil gewesen. Das wollte ich euch Bescheid gesagt haben.
dass Arschloch diese Musik mitproduziert hatte. Mit Gitarre. Also zumindest diese Krätze Live auf Session Aufzeichnung. Mein Bruder ist schlecht angezogen heute. So dass ihm ein bisschen kalt ist und so wirklich schlechtem Wetter, weil es regnet die ganze Zeit und so weiter. Mit dieser ganzen kalte Wind und sowas. Also mir ist jetzt nicht kalt, aber mein Bruder ist ein bisschen kälter. Und deswegen haben wir jetzt uns nach der Schutzhütte gesucht. Und ich habe gerade eingegeben, weil ich habe erst jetzt wieder Internet. Weil davor, die ganz letzten Kilometer, da gab es gar keinen Empfang. Aber jetzt habe ich wieder Internet. Und ich habe gerade Schutzhütte-Koordinaten eingegeben. Die nächste Schutzhütte ist 3 Minuten von hier entfernt. Irgendwie 240 Meter. Genau, da laufen wir jetzt hin. Oh Scheiße, wir sind gerade zu dieser Schutzhütte hingegangen. Die war auch nicht bestätigt gewesen, aber wir sind da hingegangen. Und da war keine Schutzhütte und auch kein Unterstand, sondern da war nur eine einsame Bank vorhanden gewesen. Und jetzt habe ich kein Internet plötzlich. Jetzt kann ich das nicht mal anzeigen, dass das keine Schusshütte ist, sondern ein Fehleintrag. Und genau, und deswegen laufen wir jetzt weiter, damit ich dann irgendwann dann gleich Internet habe, damit wir die nächste Schusshütte irgendwann navigieren können. Ich bin ein Bierkalb. So Leute, wir sind eben gerade. Wir sind eben gerade nach Richtung Daland gelaufen, die Straße hoch, diesen Berg hoch, um Internet zu bekommen für die Schutzhütte. Und dann haben wir irgendwie zwei Einträge gefunden, die uns wieder zurückführten zu dieser Schutzhütte, die keine Schutzhütte ist, wo nur eine Bank rumsteht, und wir sollten nach links rein. Und da ganz hinten, nach da lag, da sollten irgendwie 2 Schutzhütteneinträge sein. Und deswegen gelaufen wir jetzt dahin. Also wir sind da gerade umsonst hochgelaufen, diesen Berg hoch, und sind wieder runtergelaufen. Und jetzt sind wir wieder hier und laufen nach da lang. Also das wollte ich gerade sagen. Zu diesen anderen Schutzhütten. Ich habe schon lange keinen Wespenstich mehr gehabt. Guck mal Leute, ich bin so richtig überblendet. Und wisst ihr, warum ich dieses Licht gemacht habe? Weil guck mal hier, wir haben hier diese Schutzhütte hier gefunden. Das hier ist das war dieses Mal kein Fehleintrag gewesen. Das ist richtiger Schutzhütte. Aber ich werde jetzt gleich erstmal was Geiles zu fressen kochen. Jetzt werden gesamten Fress- und Utensilien beschnitten. Die sollen fast so weich werden wie mein Kopf. Ich war aber mal weicher im Kopf gewesen als heutzutage. Nee, die müssen auf jeden Fall weicher sein als mein Kopf von heutzutage. Aber die dürfen gerne härter bleiben wie mein Kopf von vor ein paar Jahren. Wo ich noch so ein richtiger Weichkopf war. So, diese Nudeln, die sind mittlerweile genauso verweichlich wie unsere Jugend. Und deswegen decke ich die einmal ab, damit die warm bleiben. Aber ihr kennt das Prozess schon. Und genau, das hier rein, bisschen Öl. Das ist hier Pflanzenöl. Ich habe da, wie heißt das Ding? Rapsöl und überteuertes Olivenöl vermischt. Das ist Rapsöl vom letzten Mal. Und dieses überteuerte Olivenöl, das habe ich nur deswegen reingemischt, weil wegen diesen ganzen scheiß Hamsterkäufen schon wieder, dass also dieses ganze beschissene Öl dann irgendwie fehlt. Dieses Billigöl, was ich brauche. Und deswegen musste ich dieses überteuerte Olivenöl kaufen und das hier reinmischen. Das hat mich so richtig gestört.
So, das Fleisch mit den urinfarbigen Paprika und diesen beschnittenen Zwiebeln. Die sind angebraten genug. Kann ich schon mal die zwei Teller hier hinstellen. Und schon mal die erste Portion für uns drauf machen. So, Fressen ist fertig. Fressen Portion Nummer 1. Schmeckt gut, aber ich glaube, die Nudeln sind schon wieder ein bisschen kalt geworden. Mhm. Das ist genau das, was voll scheiße ist. Ich brauche mehr Kochutensilien. Das ist voll scheiße, wenn Nudeln zu schnell kalt sind. Aber ich meine, in meiner Fanpost, die ich bis jetzt noch nicht ausgepackt habe, da sollte irgendwie so ein Gasgrill drin sein. Womit ich auf jeden Fall gut was anfangen kann. Das werde ich auf jeden Fall die Tage auspacken. Ja, trotzdem, außer dass die Nudeln ein bisschen kälter geworden sind, ein bisschen abgekühlt sind, ist es ein Festmahl. So, Portion Nummer 2 ist fast einsatzbereit. Weil hier diese ganzen Nudeln, die hier drin sind, ich hatte eben gerade schon wieder Fleisch gekocht. Genau, ich packe das hier rein. Damit die Pfanne wieder voll wird. Und jetzt packe ich das hier drauf, damit das noch ein bisschen stärker aufgewärmt wird. Diese ganzen Restnudeln. Und das mischt so ein bisschen. Und genau, damit die Nudeln nicht so kalt werden. Und dann mache ich gleich Teller fertig, also Portion Nummer 2 für uns beide. Mit mehr Fleisch und mehr urinfarbige Paprika und den beschnittenen Zwiebeln, die angebraten sind. Und ein paar Tropfen von diesem Bolognese-Soße, weil ich Ketchup vergessen habe zu kaufen. Diese Gewürz-Ketchup. So, wir haben jetzt gerade einen Teller schon gefressen. Und das hier, das ist Mittagfressen Portion Nummer 2. So, wir haben jetzt gerade einen Teller schon gefressen. Und das hier, das ist Mittagfressen Portion Nummer 2. So, mein Bruder pennt hier auf dieser Bank und er hat keine Isomatte dabei. Das heißt, das wird für ihn so richtig beschissen, ja. Und scheiße und hart und hier. Eine harte Nacht, wortwörtlich so. Ja. Und guck mal, ich schlafe hier auf diesem versifften Boden. Da, wo diese ganzen Sachen hier rumliegen. Weil diese Bank hier vorne, die ist schräg. Die ist richtig beschissen zum Schlafen. Und guck mal hier. Hier sind ganz viele Spinnennetze. Hier überall. Und hier vorne, da drin in diesem Loch, da ist eine richtige Vollfettspinne drin. Die hat sich so ein bisschen angekrochen. Aber da sieht man vielleicht so ein bisschen die Beine von dieser Vollfettspinne. Und prüfen, ob diese Vollfettspinne, die dann später rauskommt, in unseren Mund reinkrabbelt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Vielleicht kann der so ein bisschen so ein paar Baktusse und Kariesse, ja, von den Zähnen heraus lecken. Müssen wir nicht Zähne putzen morgen früh? Ja, das wäre richtig geil, wenn die das macht. Ja, Spinnen sind Nutztiere. So, wir legen uns jetzt gerade vor diesen ganzen Vollfettspinnen hier nieder. Genau deswegen liegen wir jetzt gerade hier. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen.
Wir sind wach. Und diese ganzen Spinnen, die hier rumkrabbeln, die sind nicht in unsere Nasen und sowas reingekrabbelt. Und in unsere Ohren und so. Das haben sie irgendwie nicht gemacht. Das ist diese Nacht schon wieder nicht passiert. Warte, guck mal. Das Wetter ist voll cool. Weil die Sonne ist draußen. Und diese Vollfettspinne, die da drin war in diesem Loch, die ist weg von dort. Keine Ahnung, wo die rumläuft. Oder vielleicht ist sie vielleicht ist sie heimlich in unseren Mund irgendwie reingeklettert. Und ist irgendwie nicht rausgekommen. Wie heißt das Ding? Legt dann diese ganzen Eier in unseren Magen drin. Damit dann irgendwann ganz viele kleine Spinnen aus unseren aus unserer Öffnung raus geklettert kommt, plötzlich. Das wäre auf jeden Fall. Nee, das wäre richtig belästigend dann. Das wird sich, glaube ich, komisch anfühlen. Guck mal, mein Bruder hat heute ohne Isomatte gepennt. Und sein Arsch tut weh. Ja, das schon. Aber er konnte trotzdem hier drauf pennen. Ja. Aber ich kenne das sehr gut, wie das ist, ohne Isomatte auf so einer harten Bank zu pennen. Ach ja, stimmt, ich muss ja hier das Geschirr hier abwaschen. Das habe ich gestern vergessen. Das ist voll scheiße. Ich habe da ein bisschen Spülmittel reingepackt und das lasse ich jetzt ein bisschen einwirken. Guck mal, langsam kommen Blasen. Der Koffein ist fertig. Die Koffeinherstellung ist abgeschlossen. Oh Scheiße, mein Spiritus ist komplett alle. Den haben wir richtig verbraucht. Der ist richtig benutzt. Das ist genauso leer wie mein Kopf. Und guck mal, ich bin jetzt gerade dabei, Nudeln zu kochen mit den allerletzten Rest Spiritus, was da drin, was ich hier reingepackt habe. Und wir hoffen, dass das für diese Nudeln ausreicht. Aber ich bin guter Dinge, dass das genau der letzte Tropfen gerade so ausreicht für eine Portion Nudel, dass wir dann gleich fressen können, bevor wir mit der Wanderung beginnen. Oh Scheiße, der letzte Spiritus ist verbrannt und die Nudeln, die sind noch nicht komplett fertig. Deswegen lasse ich das einfach zu und warte ein paar Minuten, bis das komplett hier weich sind. Und dann können wir das gleich fressen. Und hoffentlich bleiben die auch warm so ein bisschen. Unter diesem warmen Wasser. Die Nudeln sind fertig. Mit fertig Bolognese-Soße. Das werden wir jetzt in uns reinmachen. Das schmeckt gut. Das hat gerade so der letzte Tropf Spiritus, der hat genau ausgereicht für die Nudeln und den Kaffee. Das ist sehr gut. Eine richtige Pfütze drin. Die Sachen sind gepackt. Der ganze nervige Müll ist hier drin. Hier haben wir drin gepennt. Und jetzt gelaufen wir zu Neustadt. Talsperre oder wie das heißt. Wir gelaufen jetzt nach da runter. Guckt euch mal diesen ganzen matschigen Weg hier vorne an. Mit diesen ganzen Flüssigkeiten und sowas. Der wird mich gleich so richtig nerven. Beziehungsweise nervt mich schon so richtig. Das ist voll scheiße damit hier durch mit dem Wagen hier durchzukommen. Also der schleimige Matschweg mit den ganzen Flüssigkeiten drauf. Der ist überstanden. Wir sind rübergelaufen. Und ich bin nicht vollkommen weggerutscht. Das ist gut. Aber guck mal, welche Farbe meine Reifen hier haben. Guckt euch mal an, wie versifft dieser Rad hier aussieht.
Der sieht richtig versifft aus. Das ist richtig geil. Krankheit! Guck mal hier. Das Wetter ist wieder viel besser geworden. Ich konnte meine Jacke und meine Pullovers ausziehen. Weil das Wetter ist wieder voll cool zu uns. Und wir laufen jetzt, weil hier ist kein Fußweg. Wir laufen jetzt schon wieder so eine komische Landstraße hier durch. Die so richtig kurvig sind und sowas. Wo wir ganz schnell angefahren werden könnten. Deswegen laufen wir diese Straße hier hoch. Kukuruku-Fleisch! 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 So, wir sind jetzt gerade in Neustadt-Harz angekommen. Und wir suchen jetzt nach irgendeinem Einkaufsladen oder ein Imbiss oder Bäckerei, falls es offen hat oder sonstiges. Genau, deswegen laufen wir durch diese Ortschaft durch. Guck mal hier, Mülleimer. Jetzt kann ich hier diesen überfettigten Müllsack hier entleeren. Ich habe gerade diesen ganzen fettigen Müllsack entleert und die ganzen leeren Bierflaschen hier gestellt. Warte, dieser Laden hat, diese Ortschaft hat, glaube ich, kein Geschäft zum, Bierflaschen abgeben und, um neues Bier zu kaufen. Guck mal, Leute, wir haben hier eine Bäckerei gefunden. Und wir werden hier, uns ein bisschen Frühstück holen. Und wir haben jetzt 14 Uhr. Ist geil. Guck mal hier. Das ist nicht nur eine Bäckerei, sondern auch eine Eisdiele. Ich habe Eis geholt. Zwei, wie heißt das Ding? Keine Ahnung, was es für Geschmacks ist. Aber Hauptsache fressen. Und hier, guck mal. Guck mal hier. Ich habe mir noch sowas hier geholt. Das ist auch zum in sich reinmachen. Guck mal, wir haben gerade Bäckerei und Eisdiele aufgegessen. Und jetzt gelaufen wir hier in diese Pizzeria rein, um da das auch aufzuessen. So, die Pommes sind fertig und ich hatte noch nicht reingeguckt. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie viel Fett die gerade formen. Das sieht richtig geil fett aus. Ich mag das. Und guck mal hier, ich habe Ketchup gekauft. Das wird hier reingemacht. Das wird hier richtig reingespritzt. Und hier, guck mal, ich habe sogar Mayonnaise geholt. Das wird hier auch reingespritzt. Das ist richtig geil. Und jetzt? Und jetzt wird gefressen. Ja, ich denke, eine Minute hätte noch länger drin sein müssen. Aber es schmeckt trotzdem cool. Ich glaube, eine Minute zu wenig drin. Ja, trotzdem ist voll cool, Pommes. Sieht schon ganz gut. So, wir haben aufgefressen und jetzt weiter zu gelaufen bis zu dieser Talsperre. Guck mal, was wir gefunden haben. Flüssigkeiten, was aus den Steinen rausspritzt. Das stinkt. Ja, es riecht eigentlich gut, aber... Da ist mir was in die Nase reingespritzt.
Ich werde erst nochmal den ganzen, wie heißt es nochmal, diese leeren Flaschen hier auffüllen. Guck mal, da drüben sind Tiere mit diese komischen Hörnern dran. Und guck mal da ganz hinten, dieser Tier mit den Hörnern dran, der pinkelt rum. Der macht Urin. Ich habe euch gerade die Tiere mit den Hörnern auf dem Kopf gezeigt. Urinfarbige Blumen gefunden. Guck mal da. Da steht drauf noch 2,1 km bis zur Talsperre. Das heißt, wir sind bald da. Es dauert nicht mehr lange. Gefelsen gefunden. Gefelsen gefunden. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Und dann sind wir über dieser Talsperre angekommen. Guck mal hier. Wir haben diese Talsperre gefunden. Also diese hier. Und da guck mal hier. So sieht das von dieser Seite aus. Und wisst ihr, was voll versüfft ist? Diese Tür ist abgeschlossen. Und guck mal, man kann da nicht raufgehen. Oder man könnte schon, aber guck mal hier. Diese beschissenen Gesetze und so weiter. Und ich habe keine 50.000 Euro. Aber sonst würde ich da oben drauf gehen und euch das von da oben zeigen. Wie das von da oben aussieht. Diese Talsperre oder wie das heißt. Und genau deswegen, weil wir hier dieser Talsperre hier angekommen sind, werde ich erstmal gleich mein letztes Bier trinken, was ich noch in meiner Tasche habe. Geprost. Und jetzt machen wir hier ein bisschen Pause. Da hinten, da drüben ist diese Talsperre. So, wir haben da vorne rumgesessen und langsam, guck mal hier, Sonnenuntergang. Das heißt, bald kommt Dunkle und das ist voll scheiße, dass das hier abgesperrt ist. Wegen dieser, keine Ahnung, wer das da hingehangen hat. Und genau, deswegen gelaufen wir jetzt den gesamten Weg wieder zurück, bis nach Nordhausen. Das ist voll Zucker, dass es kalt geworden ist. Da ich schon wieder diese nervige Jacke anziehen musste. Das ist richtig widerlich. Das ist richtig ekelhaft. Und dann nervt uns dieser ganze Geräusch von diesem Wagen hier. Weil dieser Gummi ab ist. Weil der die ganze Zeit auf Felge fährt. Dass der so laut ist. Ich hab voll Bock auf Gummireifen auf meinen Wagen drauf. Damit das nicht so laut ist. Weil das nervt. Das stört. Das ist richtig ekelhaft. Das ist widerlich. Das gehört weg. Boah, das ist ja richtig widerlich. Guck mal, Google, das schickt uns hier die ganze Zeit durch so einen Feldweg durch. Wo hier kein Weg ist, sondern nur dieser ganze Gras und sowas. Das ist richtig widerlich für das hier die ganze Zeit zu schieben. Ich find's geil. Das ist ekelhaft. Das ist richtig giftig. Wir müssen da durch. Aber noch 8,6 Kilometer bis wir dort angekommen sind. Wir sind eben gerade ganz viel Weg nach unten gelaufen. Und jetzt müssen wir ganz viel Waldweg hier hochlaufen. Das stört uns. Das ist richtig nervig. Das ist voll belästigend. Das ist anstrengend. Aber ich glaube, wenn wir da oben angekommen sind, dann gibt's die meiste Zeit wieder bergrunter. Aber dieses Stück ist ein richtiger Arschlochstück. Der gefällt uns nicht. Das ist voll scheiße, das hier mit diesen Wagen hier rumzuschieben.
bei diesem komischen Weg hier vorne. Der nur hier aus Laub und nervige Äste und sowas und Matsch und sowas besteht. Bah, diese ganzen Pfützen und so weiter. Die nerven richtig, um hier diesen Wagen hier durchzuschieben. Die nerven richtig rum. Die gefallen uns nicht. Ja, dieser ganze Schlamm. Igitt. Dieser Schlamm, ey, das ist richtig widerlich. So, wir gelaufen jetzt hier an dieser Schutzhütte vorbei, wo wir die letzte Nacht hier drunter gepennt haben. Und zwar hier auf diesen harten Bank hat mein Bruder ohne Isomatte gepennt. Und ich habe dann hier auf den weichen Boden mit Isomatte hier gepennt. Und das war ganz gut gewesen. Und guck mal hier. Diese Vollfettspinne ist da. Seht ihr das? Die uns da die ganze Nacht angeguckt hat. Die ist wieder stärker draußen. Und die hat noch mehr Netz gemacht. Als vorhin. Die ist richtig fett. Ah, jetzt ist sie verschwunden. Weil ich den Netz berührt habe mit meiner Kamera. Aber genau. Und deswegen. Hier laufen wir jetzt gerade vorbei. Und wir laufen jetzt so nach Richtung Arschloch. Da wo Arschloch wohnt. Weil ab jetzt ist die meiste Zeit bergrunter. Leute, guck mal, wie diese dreckigen Schuhe von meinem Bruder hier aussehen. Ja, so eine Scheiße, ey. Das hat mit ganz viel Durchfallfarben dran. Das ist richtig geil. Und dann noch weiße Socken. Deswegen ziehe ich immer schwarze Socken an. Hatte ich auch, aber es waren meine Ersatzsocken. Mir fällt auf, ich war bisher noch nie auf Sylt gewesen. Vielleicht ändert sich das dieses Jahr. Ich bin ganz gespannt drauf. Wir prüfen, wie das da aussieht und wie viel Duft und sowas das hat. Und wie das Wasser da schmeckt. Ich bin ganz gespannt drauf. Das wird mal Zeit, dass ich da irgendwann mal hinkomme. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich bin ein Mottenkopf. Wenn ich mich eines Tages zu einem Kokon verwandle, dann und dann irgendwann ausschlüpfe, dann kommt kein Schmetterling und auch keine Fledermaus oder und auch kein Vogel oder sowas zustande, sondern ich werde eine richtige fette Motte sein, die dann fliegt und jeden Nerven tut. Die ganze Zeit gegen die Stirn fliegt und sowas. Und hier Staubwolken produziert, wenn ich gegen die Stirn von anderen gegenfliege. So Ding. Genau, ich werde die ganzen Leute dann die ganzen nerven, wenn ich mich zu einer Motte verwandle. Da freue ich mich richtig drauf. Wir gelaufen jetzt durch eine Ortschaft durch, wo ich den Namen vergessen habe, wie diese Ortschaft heißt. Genau, durch die, genau diese Ortschaft laufen wir durch und durch keine andere. Guck mal hier. Seht ihr diese ganzen Lichter da ganz hinten? Ich glaube, das seht ihr nicht so gut. Aber genau, da ganz hinten, wo diese Lichter da hinten sind, das ist dieses Nordhausen. Also unser Ziel für heute. Guck mal hier, wir sind hier in Nordhausen angekommen. Aber von dieser Stelle hier von Nordhausen sind das noch ungefähr 3 Kilometer, bis wir bei Arschloch angekommen sind. Das heißt, wir müssen noch etwas länger als eine halbe Stunde. laufen, bis wir bei Arschloch angekommen sind. Und deswegen laufen wir jetzt eine halbe Stunde dahin. So. Noch ungefähr 10 Minuten. Und dann sind wir angekommen. Und deswegen würde ich sagen, sieht man sich gleich, wenn wir dort angekommen sind. So, wir sind jetzt bei Arschloch angekommen. Und jetzt erstmal ein
ein Feierabend bzw. ein gute Nachtbier trinken. Geprost. Geprost. Jetzt habe ich ein paar Stunden kein Bier mehr getrunken. Was ist los? Noch nervös, ne? Nö. Die meisten Tage trinke ich auch überhaupt gar kein Bier, aber auf so eine Wanderung muss ich mal ganz viel Bier trinken. Wir sind aufgestanden und ich wollte gerade mein Handy aufladen, weil der komplett auf Null ist. Und die eine Powerbank, also ich habe heute zwei Powerbanks dabei gehabt. Die eine Powerbank, die ist komplett auf 0%. Die haben wir gestern und vorgestern leer gesogen. Und diese Powerbank hier, die müsste mindestens noch 80% drauf haben. Aber die scheint jetzt richtig kaputt gegangen zu sein, weil die geht überhaupt gar nicht mal an. Da geht irgendwie gar nichts mehr. Und das heißt, ich habe zwar noch eine dritte Powerbank, die ich zu Hause habe, aber für noch viel größeren Vollfettwanderungen brauche ich auf jeden Fall drei Powerbanks. Ich werde eine Powerbank schon wieder in die Amazon-Wunschliste setzen. Weil ich brauche Strom, um für euch alles dokumentieren zu können. Das ist ganz wichtig. Aber das ist richtig widerlich, weil wir müssen die ganzen Geräte jetzt hier aufladen. Ihr Handy und meine erste Powerbank, die ich dabei habe. Und das dauert hier voll lange. Und deswegen sitzen wir hier die ganze Zeit fest. Und ach so, Arschloch ist schon bei der Arbeit. Der war schon heute sehr, sehr früh, muss heute schon sehr, sehr früh aufstehen. So, die Akkus sind ein wenig aufgeladen. Und die Sachen sind gepackt, wir sind draußen. Und jetzt gelaufen wir zum nächsten Bahnhof. Und dort dann mit dem Zug nach Hause zu fahren. So, wir sind hier im Bahnhof angekommen und guck mal, unser Zug steht hier schon. Wir werden hier dort einsteigen. Wir sind in Northeim angekommen. Das ist eine Umsteighaltestelle. Und hier haben wir eine halbe Stunde Umsteigzeit. Das ist richtig nervig. Das stört. Das belastet, das ist Zeitverschwendung. Wir haben gerade eine halbe Stunde gewartet. Und hier, guck mal, dieser dreckige, widerliche, verschmierte, dreckige Scheißzug kommt hier angerollt. Und ich bin ein Abschaum. Wir sind in diesem schmandigen Zug drin. Aber so richtig schmandig. So, wir sind gerade in Hannover angekommen. Und weil wir hier 55 Minuten Umsteigzeit haben, gelaufen wir jetzt zu McDonald's, um dort ein bisschen Mittag zu fressen. Ja. Guck mal hier, wir sind hier bei McDonald's. Jetzt werden wir McDonald's fressen. Guck mal hier, was ich hier an diesen Pommes hier gefunden habe. Seht ihr das? Da wachsen Nasenhaare raus. So, wir haben McDonald's gefressen und dann guck mal, mein Zug steht hier schon, er fährt einen anderen Zug. Fressen gefunden! Darauf erstmal ein Bier trinken. Bierpower! Das fand ich lustig. Blaues Licht, ihr wisst schon, was das macht, ne? Das finde ich voll cool, ich mag das.